Putin wird scheitern, Europa wird siegen. Das waren deutliche Worte heute von Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union im Parlament in Straßburg. Sie lobte auch die Solidarität mit der Ukraine, die von einem ganzen Kontinent ausgehe. Die nächste Zeit werde aber nicht einfach sein, so von der Leyen, und die Bürgerinnen und Bürger müssten entlastet werden. Daher sollten übermäßige Gewinne von Energiefirmen künftig abgeschöpft und umverteilt werden. Zum ersten Mal eine Rede zur Lage der Europäischen Union in Kriegszeiten. Dazu lud Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Olena Zelenska ein, die Frau des ukrainischen Präsidenten. Solidarität innerhalb der EU und für die Ukraine, das Motiv zog sich durch die knapp einstündige Rede der Kommissionspräsidentin. Sie haben Ihrem Volk eine Stimme gegeben auf der Weltbühne. Sie haben uns allen Hoffnung gegeben. Heute wollen wir alle Ihnen danken und allen Ukrainern. Ruhm einem Land von europäischen Helden. Es lebe die Ukraine. Das Land soll unbeschränkten Zugang zum europäischen Binnenmarkt erhalten. Von der Leyen machte zudem Vorschläge zur Bekämpfung der hohen Energiepreise. Die Gewinne von Stromproduzenten sollen begrenzt werden, Öl-, Gas- und Kohleunternehmen eine Abgabe zahlen. Verstehen Sie mich nicht falsch. In unserer sozialen Marktwirtschaft sind Gewinne okay, sie sind gut. Aber in diesen Zeiten ist es falsch, außergewöhnliche Gewinne wegen des Krieges zu erzielen, auf dem Rücken unserer Verbraucher. 140 Milliarden Euro soll das einbringen und jenen zugutekommen, die es am meisten brauchen, so von der Leyen. Details, wie die Gewinnabschöpfung technisch laufen kann, sind noch unklar. Erst recht blieb offen, ob und wie die Preise überhaupt wieder deutlich zurückgehen. Ende des Monats wollen die EU-Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel über die Vorschläge beraten. Tja, rosige Aussichten, oder? Also, danke der Ukraine, die Helden der Nation, gell, irgendwie. Des Kontinents. Des Kontinents Europa, hat sie gesagt, ja, stimmt. Mhm. Ruhm einem Land von europäischen Helden, es lebe die Ukraine. Das wird immer so davor geschoben vor der Energie, gell? So zuerst vergesst sie auch nicht, dass Krieg ist und wir müssen einsparen. Kommt mir so ein bisschen vor. Schau, mein Problem ist halt einfach in dem Zusammenhang immer, nur weil ein Politiker sagt, dass er Übergewinne einstreifen will, heißt das ja nichts, was? Details, wie die Gewinnabschöpfung technisch laufen kann, sind noch unklar. Die Sache ist eher so, glaubst du, dass die EU irgendwas für einen Österreicher machen kann? Ja? Ist das überhaupt möglich? Was, sind die überhaupt dafür ausgelegt drauf, dass du jetzt sagst, ah, schau, die von der Leyen hat geredet, die hat gesagt, den Armen wird jetzt geholfen und jetzt können wir uns drauf verlassen, jetzt kriegen wir was. Jetzt wird es besser, wenn sie das sagt. Eine große Familie. Ich glaube nicht einmal, dass die österreichische Regierung den Österreichern und Österreicherinnen helfen kann. Ja. Weil, wenn sie der Nehammer oder die Gehwessler oder einer von diesen Hensen da hinstellt, ja, und sagt, jeder kriegt jetzt 500 Euro aufs Konto überwiesen, das bei Finanz Online hinterlegt wird, dann ist das ein bisschen komisch. Weil das ganze Geld, von dem die da reden, das gehört ja schon uns. Das ist ja von unseren Steuern abgenommen. Ja? Das habe ich verstanden. Das ja. ist wie wenn der Papa sagt, ich schenke dir jetzt 500 Euro von dem Sparkonto, das ich da eingerichtet habe, ja. das du dann später nicht kriegst. Ich will nicht mehr. Also das ist... Nein, was das ist. Das ist viel heiße Luft. Ist viel heiße Luft und vor allem wird viel über Moral geredet. Was? Ich kann nicht mehr. Man, sie hat eh Kritik gekriegt. Vom Sonneborn, könnte man vielleicht auch reinschauen, wo man dann so sagt, ja, es ist vielleicht doch nicht so heile Welt in der EU, gell? Es sind nicht alle blau-gelb angezogen, sondern... Naja, ich meine, der Martin Sonneborn ist ja grundsätzlich in einer Partei, die jetzt nicht so viel Gelder von außen bekommt und deswegen, glaube ich, kann er auch... Kann ihm nicht viel gestrichen werden. Da kann ihm nicht viel gestrichen werden. Er ist ja auch Herausgeber einer Satirezeitung, der Titanic in Deutschland, aber... Man sieht am Martin Sonneborn, was passiert, wenn viele Menschen am Wahltag sich für etwas entscheiden, was vielleicht jetzt nicht eine große, breite Unterstützung hat. Aber du kannst natürlich dann jemanden in der EU drinnen sitzen haben, der mal Sachen anspricht, die ja nicht falsch sind. Und was für Sachen das sind, das hören wir uns am besten selber an. Sehr geehrte Frau von der Leyen, mit Karl Kraus zu sprechen, mir fällt zum Zustand der EU nichts ein. Um uns von einem Gaslieferanten zu lösen, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Putin, haben Sie uns einen gesucht, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Aliyev. Auch wenn viele deutsche Medien schweigen, derzeit überfällt die Öldiktatur, die zum
vertrauenswürdigen Partner erklärt wurde von Ihnen, das demokratische Armenien. Respekt für diese Wahl. Immerhin liegt unser neuer bester Kumpel Aserbaidschan in Sachen Demokratie, Presse und bürgerliche Freiheiten noch weit hinter Russland. Nur bei der Bestechung korrupter CDU-Honks ist Aliyev ganz vorn. Als Sie Ihren Dienst hier antraten, dachte ich, Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind. An den Außengrenzen sterben täglich Flüchtlinge, Fracking-Gas und Atomkraft sind auf einmal nachhaltig und Sie löschen routiniert Ihre SMS zu den Milliardenzahlungen an Pfizer. Mir fällt zur EU nichts mehr ein. Außer, wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Ja, vielleicht muss es auch so machen, gell? So trocken, aber gell, weil wenn du dich zu aufregst, dann holen sie dich aber vom Rednerpult. Gell? Aber naja, was spricht da alles an? Gell? Die Moral mit Russland und mit Aserbaidschan ist so eine Geschichte. Dann spricht er an Pfizer-Zahlungen, weißt du? Das sind alles so Sachen, gell, die will man eigentlich gar nicht hören. Und da denkt man sich, muss man da drüber reden, wird da diskutiert? Also ich habe in den Leitmedien nicht mitgekriegt, dass der Sonneborn da Kritik. Naja, aber das ist eben das, weißt? Es gibt von der Partei, die Partei, jetzt nicht viel Menschen, die im EU-Parlament sind. Und auch da hat eine einzelne Person, die sowas vorbringt, genau eben diese 60 Sekunden. Mhm. Und mehr nicht. Nein. Aber das ist eben für mich persönlich auch dieser Hoffnungsschimmer in einer Demokratie, dass je mehr Menschen sie für gewisse Randparteien interessieren, dann auch genau diese Stimmen eben auch Platz finden und irgendwann einmal die Medien oder viele Medien an solchen Sachen nicht mehr vorbeikommen. Nicht mehr vorbeikommen, ja. Wenn dann nämlich nicht ein Mensch steht, sondern 12 Menschen oder 16 Menschen, dann fängt es langsam an, vielleicht ein bisschen auch einen Diskurs zu schaffen, weil die Frau van der Leyen hat natürlich eine Riesenmöglichkeit, das jetzt einfach zu ignorieren und zu sagen, wir oder andere Menschen, die über die Medien reden, reden dann halt nur über ihre Rede und über das, dass die Ehefrau vom Präsidenten von der Ukraine eingeladen worden ist, was auch für mich ein großes Fragezeichen ist, wie die da überhaupt hinkommt. Geht nicht glücklich aus, gerade da, gell? Dazu lud Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Olena Zelenska ein. Ich meine, wir in Österreich haben ja auch Menschen ins Parlament eingeladen. Aber Österreich und die Ukraine verbindet mehr als nur die historischen Beziehungen. Liebe Freunde, viele Jahre lang war Österreich einer der größten Investoren in die Ukraine. Raiffeisenbank, die Raiffeisenbank war, ist und ich bin überzeugt, die größte Bank in der Ukraine bleiben. Die Unica und die Vienna Insurance Group sind führende Versicherungsgesellschaften. 75% des österreichischen Stahls werden aus ukrainischen Erzpellets produziert. Das ist für uns auch wirtschaftlich sehr wichtig und wertvoll. Das hat ein bisschen höhere Wellen geschlagen, aber in dem Zusammenhang ist es halt wirklich schön zu sehen, dass da jemand noch sagt, hey, es kann doch nicht sein, dass wir das eine für gut befinden und das andere für schlecht befinden. Wir sollten doch das gesamte Hirn für dieselbe Aufgabe verwenden und eben nicht schwarz-weiß denken. Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Hey, und wenn schon am Kanal seid, könnt ihr auch ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke! Alles Gute! Bis zum nächsten Mal!